So, dann also 3, 2, 1. Hey Leute! Oh. Wow. Leute. Nochmal, warte. Ach Mann. Wie mir immer. Ach Mann, ficken, ey. So, nochmal. Ach ja. So. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge in unserem Vorritz. Wir machen einfach genau da weiter, wo wir letzte Folge stehen geblieben sind. Bei mir war ja dieser wunderschöne Zeitraffer. Alter, ich sag's dir, wenn ich den scheiß Zeitraffer nicht mache, ey, dann alles für den Arsch. Dabei ist natürlich wieder der gute alte Mitty. Moin Moin, ihr Lümmel. Und Minzkraut. Seid gegrüßt. Genau. Und ich mach hier direkt weiter mit meiner Dingens. Hier. Baum-Action. Baum-Action. Oh, warte. Ach nee, hier ist nur ein Wagen. Oh, hier sind nur über noch zwei. Alter. Alter, ey. Ja, Baum-Action. Ich mach richtig fett Baum-Action. Wie viele Steine brauchen wir denn jetzt noch hier? 395. Ist ja easy. Ja, ist easy, ne? Was möchten Sie auf diesen. Nein. Nein, bitte nicht. Wartet, Leute. So, kurz wieder aufgeschrieben. Einen super tollen Folgentitel. Ja. Sonst suche ich immer 2 Stunden lang, guck mir das Video Macht man das 20.000 nicht Mal an und eigentlich, denk. nachdem man die Folge aufgenommen hat und die sich anschaut beim Schneiden? Ja, aber wenn ich so zwischendurch immer irgendwas sehe, wo, also, ne, wo ich mir denke, ah, so nenne ich das. Also ich würde die ja The Forest nennen. Ja, das sowieso. Nur, da, weißt, wenn ich so, wenn mir sowas einfällt und ich beim Schneiden muss ich es sowieso angucken. Sowieso, sowieso, sowieso. Dann bist du Genau. gezwungen, dein Gelabern nochmal anzuhören. Ja. Bäh, Alter. Woraufhin man sich einfach fragt, warum habe ich eigentlich Freunde? Hat er ja nicht. Nee. Ah, so. Okay. Das erklärt einiges. Ja. Ach Mann. Ich Toll, brauche toll, unbedingt ein toll, so Soundboard. nahe. Warum? Weil da hätte nämlich jetzt ein super Sound zugepasst, aber andere Geschichte. Meinst du etwa Hello Darkness, my old friend? Zum Beispiel? Da musst du ja aufpassen, dass du nicht noch einen Copyright-Strike bekommst. Ich Oh glaube, das ist Mann! sogar nicht mal Copyright geschützt. Ich glaube, das ist nicht geschützt. Weil das benutzen ja einige. Ja, es gibt auch einige, die illegal Drogen kaufen, aber das ist trotzdem nicht so okay. Das Das liegt ist immer im nicht Auge des okay, Leute. Betrachters. Ich meine, für die, die Ja. es nehmen, ist das dann schon okay, ne? Ja, die denken sich, Alter, pfeif ich mir jetzt mal wieder was Rinder. Und andere denken, Alter, pfeift der sich jetzt mal wieder was Rinder. Ja, immer rein im Kopf. Immer Reden in den Kopf, ja. Genau so. Ach man, hier liegt noch so viel Holz rum. Von anders war Brech ja auch das doch nie die mal an. Rede. Genau. Ja, wo bleibt ihr denn, Alter? Hier sind lauter volle Wagen, die abgeholt werden möchten. Ja, die sind schon wieder voll. Ich dachte, da wären noch 10 Wagen übrig. Ne, hier sind wieder 1, 2, 3, 4, 4 volle Wagen. Ey, Scheinemann. Hey, Mietemann. Beschwer dich nicht. Hey. Und ich baue jetzt sogar noch einen neuen, weil hier noch so viel Holz rumliegt. Haben wir irgendwann 20.000 von den Dingern. Und irgendwann werden sie einfach nicht mehr gebraucht, aber das ist okay. Das ist alles nur wegen der Sicherheit. Muss mir erst was zu essen Und holen. so. Es wird schon wieder dunkel, aber wir können selbstverständlich diesmal alle schlafen. Nicht so wie die letzten 50.000 Male, wo uns das Spiel vorschreiben will, wann wir schlafen zu gehen haben und wann nicht.
Ui. Ui. Mann, ey. Dein Energy Mix rein pfeffern. Ein Energiemix? Ein Energiemix, ja. Oh, schön. Finde ich auch super schön, super toll. Toll. Ja. Hello, Darkness. Was ist denn da los? Da habe ich schon wieder einen Ohrwurm. Ach man. Das ist ja jetzt super toll. Zu der Linken sehen wir einen Teich. Wow. Und ein Stein. Ein Stein. Das ist ja sehr spannend. Der Stein eher, der ist da auch. Haha. Lustig. Lustig war es, der Mond schien heller, ne? Wo ist der Wagen jetzt hier? Kann ich den schon wieder mitnehmen? Hallo, wieso nimmt der die nicht? Ach doch jetzt. Ah. Guck mal da, da steht sogar noch einer. Fände ich ja schon nicht schlecht, ne? Ja, aber die Frage ist, wie willst du die hier im Fahrzeug bauen? Gibt's für das Spiel Mods? Nein. Echt? Das ist ja... Nee. Kann ja fast nicht. Doch ein Unity-Spiel. Ja, aber... Nee. Ja, erstmal ein Fahrrad gefunden. Mehr sag ich dazu nicht. Ja, Alter. Da wird euch irgendwann nochmal was richtig Fettes erwarten, Alter. Ich sag's euch. Ja, wenn ich das mit der Aufnahme hinkriegen würde, dass es flüssig läuft. Ja, ich hab noch keine Ahnung, wovon wir reden. Wir werden es auch nicht sagen. Irgendwann hab auch keine eines Ahnung, Tages. Also. Ja, Mainscott hat auch keine Ahnung. Irgendwann wird die Bombe platzen und dann klatscht ihr euch voll in die Fresse, Alter. Boah! Also, genauso wie der, dir gerade voll in die Fresse geklatscht hat. Komm, ich mach das, ich mach das. Lol, wir schlagen uns einfach gegenseitig. Geil. Hör mal, der kam voll von der Seite. Ich zieh einfach den Wagen hier, als ob nichts passiert. Ja. Den interessiert das einfach nicht, Alter. Da ist gerade jemand vor seinen Augen gestorben. Ihn interessiert das einfach nicht. Irgendwo noch mehr Holz? Weißt du, das nennt man Kollateralschaden. Ja. Oder so. Hoi! Ich seh nix. Ja, das muss so. Ist ein Feature, ich weiß. Naja, das ist auch wegen der Sicherheit. Versteht man sich. Man sieht einfach die nächsten 30 Folgen Baumstämme. Ja. Das, hab gleich Pech, ne? Also, ist nicht mein Problem. Weißt du noch damals, als wir sagten, wir räumen die Baumstämme zwischen den Folgen weg? Ja, oh. Alter, schneiden ja. Raus. Da war ja mal was. Oh nein, oh nein, bitte, 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 lass mich bitte in Ruhe, hallo, hallo, nein, oh, ich werde verfolgt, Alter, von von bösen, fiesen. So, sollen wir jetzt mal schlafen vielleicht? Ja, nee, ist gerade schlecht. Okay. Naja, ich gehe schon mal. Weil die sind irgendwie, tausend Leute. Alter, 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 ey. Greenpeace, rettet die Eingeborenen. Wir machen das ja nur. Wir machen das ja nur für die Eingeborenen. Gar nicht klar. Alter, wie das gerade am Rucken war, ey. Sonst noch einer auf die Fresse? Könnt ihr mal ein kleines Feuerchen anzünden? Oh ja, Feuer. Oh, ich geh pennen. Oh, die liegt ja aber bequem. Das erinnert mich an Ice Age. Alter, wer es kennt, ey, schreibt in die Kommentare. So. Okay, hast du da so eine Checkliste, wo steht, schreib's in die Kommentare. Check. Ja. Nebenbei. In jeder Folge muss das mindestens dreimal vorkommen, sonst ist er nicht glücklich, immer. Ja, sonst schmeißt die Folge einfach weg.
Die landet sonst direkt im Papierkorb, Alter. Nee, der ist schon Wenn voll, da oder? nicht mindestens fünfmal schreibt in die Kommentare vorkommt. Oh, sogar fünfmal. Schreibt mal bei mir in die Kommentare, ob ihr die Kommentare gefunden habt. Ja, macht's mal. Jetzt. Jetzt. Vielleicht solltest du irgendwann mal ein Tutorial darüber machen, wie man halt in die Kommentare schreibt. Vielleicht wissen das ja viele gar nicht. Ja, gut. Das kommt. Das Tutorial kommt nach diesem Video. Oder nein, warte. Ich blende euch hier das Tutorial ein, Alter. Ja, jetzt musst du das auch machen. Viel Glück. Ja, ich weiß. Oh, ich weiß schon nicht. Ich leg da so eine richtig dumme Musik drunter. Und dann mache ich das. Wie macht ihr das eigentlich? Toll. Was für verwendet ihr überhaupt Musik als Hintergrund? Oder nee. Sagt ihr so, ja. Nee, also so eine Lizenz können wir uns nicht leisten. Nee, Digga, Alter. Lizenz, nee. Nö, ich hab eigentlich noch gar nicht. Was ist das? Ober nach. Doch. Mach das die ist da. Jetzt aber nicht so geil. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ach nö, das ist ja jetzt ein Ding. Der Host ist weg, hör mal, der ist einfach futsch. Na gut, ne? Scheiße gelaufen. Wo ist er denn nur hin? Ja. Wir haben einen wunderschönen Zeitraffer hier mit drinne. Stimmt, jetzt können wir hier innerhalb von einer Minute einen ganzen Zeitraffer aufnehmen. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ihr glaubt's nicht, ich nehme nicht auf. Ich nehme schon die ganze Zeit nicht auf. Ja, schön. Die ganzen 12 Minuten lang für ein Popo. Ach man, ey, so ein Kott. Weißt du, das macht man dann so. Du nimmst einfach den ersten Part, den klaust du einfach. Ne? Und tust so, als ob das deins wäre. Oder machst du so einen harten Cut. Und blendest so dann in dein Material über. Ja. Genau, kannst du ja bei anderen großen YouTubern mal gucken, was die so haben. Ja. Also, dann, jetzt nochmal. Ich fange jetzt einfach bei mir noch. Wie weit sind wir eigentlich schon? Ach ja, 13 Minuten. Ja, gut, dann, also bei mir, für die Leute, die sich jetzt wundern, was ist hier los? Ich habe gerade ungefähr 13 Minuten lang nicht aufgenommen. Super. Einmal toll. Mit Profis arbeiten hier. Einmal mit Profis arbeiten, genau. Ich würde einfach sagen, Meti, du schickst mir dann einfach die scheiß Videodatei, okay? Ja klar, kann ich machen. Ja, dann schneide ich das nämlich zusammen. Und dann schneide ich das hier einfach hinten dran, ey, super toll. Das ist echt, also ich bin echt professionell, Mann. Ja. Ey, professionell, Mann. Ey, professionell, Mann. Was ist da los, immer? Ah, so eine Scheiße, ey. Da hat er einfach vergessen, Alt und F4 zu drücken. Ich glaub's nicht. Ja. Ja, weil, Alter, ich... Boah. Das kann der Scheiße. Besten Hausfrau passieren. Ja, natürlich. Bei mir auf den Kanal gucken eh nur Männer da. Es ist hier, ne? Ach man. Aber vielleicht passiert sind bei dir ja spannendere Sachen passiert. Bei mir war ja eh nur. Also Leute. Ja, da war. Das war bei mir ganz, ganz spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja, bei mir war nur wieder Baum-Action. Diese Mauer, die ist gewachsen in der Zeit, hör mal, aber mit einer Action, das war ein Träumchen. Ja? Halleluja. Ein richtiges Träumchen oder nur so ein halbes? Nee, hör mal, da haben noch nicht mal 20 Traumfänger was bewirkt, um diesen Traum einzufangen. Das war schon heavy shit. Heavy shit, sag ich dir. Aber guck mal, weißt du, ich hab schon rechts oben im Bild so ein immer ein grüner Punkt, wenn es aufnimmt. Aber nein, Alter, achte da gar nicht drauf, Marvin. Kein Problem. Das nimmt schon auf. Ja, nimmt schon auf. Toll. Ja, das geht alles alleine, ne? Das geht ja alles alleine. Ja, schon wieder nicht bewegen.
Das Programm merkt, wenn du aufnehmen möchtest. Und wir haben ja eine leichte Panne an einem unserer Wagen. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich würde sagen, den bockst du schon mal hoch. Dann kann ich mich gleich mal eben drunter legen, dann gucke ich mal nach. Ach, jetzt springt er wieder an hier. Er war wohl ein Gabellose, hä? Ach man, und wenn ich dran denke. Ey Mann, wie weit sind wir eigentlich? Ich kann's ja jetzt nicht einschätzen. Dann musst du das jetzt halt machen, Mädchen. Also ich meine, ich mach das. Angefangen, aber du kannst es machen. Ich fühle mich geehrt. echt fühlst du, ey? Ja. Boah, ich nicht, ey. Voll die Scheiße. Was macht ihr eigentlich? Autofahren. Ich schieb den Karren. Oder nicht sogar noch ein Baumstimmchen, du. Zwei Stück. Hui! Wenn alle Karren leer sind, kannst du mal gucken, dass du wieder auflädst, weil ich bin hier gerade noch voll am Baum-Action machen. Wie immer. Die ganze Zeit nur Baum-Action. Aber Baum-Action ist wichtig. Außerdem, wir haben schon so viel Höhlen-Action erlebt, immer. Das reicht eigentlich für 20.000 Folgen. Wo sind denn die ganzen Baumstämme hier? Hier oben schon, weil der Wald immer. Der haut langsam ab. Ah, da sehe ich schon wieder Bäume fallen hier. Ja, ich bin richtig fleißig am hier hacken. Bin der Holzhackende Hackhacker. Hallo, was ist denn hier, du Baumstamm? Ja, so nennt man mich, der Holzhackende Hackhacker. Hackhacker würde mir irgendwie ein bisschen besser gefallen, aber gut. Ey, diese scheiß Ausdauer, ne? Mann! Nicht, dass er sich hier mal ein Mod-Menü besorgt hier. Unendlich ja, Ausdauer. Ja. Klar, Alter. Ich bin doch immer am Hacken, sieht man doch. Guck mal, wie gut ich Bäume hacke. Das können nur Hacks sein. Na, hier wird man wenigstens nicht gebannt, ne? Stimmt. Ja. Warte, ich gebe gleich mal ganz kurz den Vegan-Mod ein. Dann haben wir wenigstens hier keine, Probleme mit den Kannibalen und so. Weil dann sind die alle vegetarisch veranlagt. Fressen die nur Bären, ganz da. Ja, da fressen jetzt hier die Bäume weg, ich seh schon. Obwohl, das ist auch blöd. Ja. Die knabbern dann die Bäume weg, Alter. Wie so ein paar gierige Biber, ey. Oh, njam. Meti hat was gegen Biber, what's up? What's up, Biber? Alter, das wird das nächste Thema von Mr. Tretschbeck, ey. Ich sag's dir. Tretschbeck, was? Ja, Tretschbeck, ja. So wissen, worum es geht, oder? J-Top, alles J-Top. Ich mach hier mal die Waren voll, du. Mach mal, ja, hier ist ja immer schön alles. Was wollen wir hier dann eigentlich hinbauen? Na guck mal, hier ist voll die flache Ebene. Wieso kann ich den jetzt nicht hier reinlegen? Du hast es kaputt gemacht. Stolz auf dich. Entschuldigung. Hui! Immer da, kann ich nur sagen, ich heb ab da. Ja, echt? Cool, Mann. Was ist das denn? Wie? Und es ist. War ja hier gerade richtig Fließbandarbeit, Alter. Wieso nimmt dieser Hannes hier nicht einfach mal diese Baumstämme hoch? Mein Gott, sag mal, das kann doch nicht so schwer sein hier. Mann, da. Erzähl eigentlich mal, was die Ursache, du Knecht. Es ist doch bestimmt schon 20 Minuten rum, du Johannes. Ja, jetzt auf jeden Fall. Also diese 20 Minuten kommen mir vor wie 5. Das liegt am Spaß, hör mal. Das ist purer Spaß, ist das. Also ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel Spaß ich habe, diesen Karren von A nach B und B nach A zu schieben. Das ist, hör mal, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Entertainment auf dem höchsten Niveau. Hör mal, da kommt Free TV, kommt da nicht dran, ey. Und im Free TV hast du noch Werbung.
Also da hat das Spiel echt ins Schwarze getroffen. Das ist, also ich wollte schon immer ein Spiel haben, wo ich einfach mal den ganzen Tag Spaß am Bäume fällen und am Alter, Bäume Leute, fahren habe. seht ihr? Ey, wenn ich nach links laufe, ne? Nee, nach rechts laufe, dann schlägt er so links. Ach nee, doch nicht. Ah, okay, gut, ich bin einfach nur dumm im Kopf. Alles klar, kein Problem. Weggeklärt. Das Spiel verarscht dich. Nein, denn es ist das Ja. beste Spiel auf dieser Welt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so auch wo ich das angefangen habe, also ich war sowas von begeistert von diesem Spiel, aber also jetzt ehrlich, ne? Aber das war ja schon. Da ist hier jedes Mal einer richtig abgeflitzt. Bis nach Ja, Bagdad. Auf den natürlich. Fischmarkt. Einmal durch den Fischmarkt durch und wieder Da zurück. hatte ich immer, da hatte ich sogar noch richtig Herzrasen, wenn ich da mal so einen Kannibalen gesehen habe, da. Ja, Das soll war, sich das beim war. 3 jetzt angucken. Danke. Ich spiele dieses Spiel, seit es raus ist. Aber ich habe Was? mich nie getraut, es zu Let's Playen, weil ich immer dachte, ja, da bist du nur einer von vielen. Aber jetzt so. Jetzt sind wir gut, ey. Guckt euch mal an, wie wir Baum-Action machen. Das können nur wir. Hier Ja, geht's. Digga. Sind wir jetzt nur wenige von Mittelfielen oder was? Ja, wir haben uns Ja. gesteigert. Wir sind Ja. jetzt, wir sind die coolsten hier mit unseren ganzen Baumstämmen, Ich Transportfahrzeugen. kann es nicht ja sagen, aber ich sag trotzdem einfach mal, dass es jetzt für diese Folge mit Baum-Action schon wieder war, weil wir sind schon bestimmt wieder drüber, wie immer. Ja, eine Minute, eine Minute. Ja, würde ich trotzdem sagen, beenden wir diese wunderbare, einzigartige, spannende und doch sehr unterhaltsame Folge an Eine diesem von vielen Punkt. Folgen. Eine von Ja, vielen. halt mal, Eine von vielen. Und wenn ihr alles klar. natürlich dann. Lisa, tschüss! Was? Und wenn ihr natürlich in irgendeiner Art und Weise dann zu einer anderen Action gehen wollt, hier wie Höhlen-Action oder so, dann guckt euch entweder die anderen Folgen noch einmal an oder wartet einfach bis Nacht ist. Oder halt auch wieder Tag. Also das kam jetzt echt spontan, muss ich sagen. Und wieder Nacht ist. Und ja, ich erzähle dir gerade Nächte und tagelang durch. Wahnsinn, Er ich hat hab's Tschüss drauf. gesagt, du musst auf Stopp drücken. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend und nicht vergessen, die Hände mit unter die Bettdecke.